Vier Wochen nach dem Libyen-Gipfel in Berlin sind die Teilnehmerstaaten erneut zusammengekommen, diesmal am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Die 12 Außenminister und 3 Vertreter internationaler Organisationen bekräftigten ihr Ziel, das Waffenembargo vollständig umzusetzen. Die Vereinten Nationen beklagen, dass mehrere Länder entgegen ihrer Absichtserklärungen Kämpfer nach Libyen entsendet und Waffen in das Bürgerkriegsland geliefert haben. Wichtig wird aber sein, Transparenz herzustellen und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die noch weiterhin die Absicht haben, dieses Embargo zu brechen, davon ausgehen müssen, dass sie dabei nicht unerkannt davonkommen. Die Vertreterin der Vereinten Nationen warnte: Die Situation vor Ort ist nach wie vor sehr beunruhigend. Der Waffenstillstand hält nur begrenzt mit zahlreichen über 150 gemeldeten Verstößen und es ist das libysche Volk, das weiterhin am meisten leidet. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich weiter, was durch die Ölblockade und eine drohende Bankenkrise noch verschärft wird. Die teilnehmenden Länder und Organisationen waren sich heute darüber einig, dass die Ölblockade aufgehoben werden muss. Today, amongst them, there was a consensus on the need to lift the oil blockade. Milizen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar blockieren seit Januar wichtige Ölanlagen und Häfen für den Ölexport. Dadurch ist bereits ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Und die im Januar vereinbarte Waffenruhe in Libyen ist brüchig.